Bühne Momente. Da holen wir uns kurz ein bisschen Wasser, dann holen wir uns kurz Kürbisse. Ich hoffe, das bleibt so lange und verschwindet nicht wieder. Ich habe jetzt gerade gar nicht dran gedacht, dass ich Wasser da hinpflanzen muss, damit es bleibt. Aber egal, das passt schon. Kürbis, 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 Kürbis. Genau, Kürbis. Und was haben wir noch so? Kakao haben wir. Haben wir Kakao? Ich weiß es gar nicht. Ne, wir hatten Kakao und haben es dann wieder weggemacht. Stimmt. Aber haben wir Kakaoholz? Ist die bessere Frage. Ne, haben wir nicht. Das heißt, wir brauchen vorher noch Kakaoholz, bevor wir Kakaofarben machen. Ah ne, Quatsch, die sind doch unten, die Kakaofelder. Sind die nicht unten gewesen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die unten waren. So, dann machen wir nämlich... Dann einfach hier. Gut. Klack. Und dann kommt. Da noch Wasser hin. Ja, lass mal einfach mal wild durch die Gegend ein paar Kürbisse wachsen. Es wird nie mehr sein. Wie ich war. Au revoir. So. Und auch da kommt Kürbisse rein. Klack, klack. Ich höre auch Lava irgendwo. Das ist nicht unbedingt so das Praktischste. Für Kürbiszucht. Kann man zum Beispiel hier noch zwei hinmachen. Und... da noch zwei hinmachen. Wie gesagt, das ist hier eine vollkommen willkürliche Ecke. Da kann alles so ein bisschen wild wachsen. Ist halt ein Bauernhof. Da wird halt Kürbis angepflanzt, wenn er gebraucht wird und wo er gebraucht wird. Ups. War das nicht geplant? Also kann man sich auch mal die Wiese schnell freiräumen. So, und dann kommen wir hier nochmal. So. Einfach mal willkürlich, das kann doch gar nicht schlecht aussehen, wenn man das so macht. Und dann zwischendrin packt man sowas. Das ist wirklich so ein bisschen benutzt aussieht hier. So. Dann kommt hier noch so ein bisschen was hin und da kann man noch was wegmachen. Hier, da kann auch was hin. Wo sind wir jetzt? Da ist der Weg. Und hier, hier und hier einfach mal ein bisschen was raus. So, und dann kommt hier klack, 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 klack. Zeug hin und dann hier noch. Hopp, 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 hopp. Hopp. Und dann hier noch. Dann ist die gerade noch willkürliche Wiese, wie wir sie gerade hatten, einfach mal weg und da steht hier ein
ist hier aus dem aus der willkürlichen Wiese ein Bauernhof geworden, ein kleiner. Gut, jetzt ist der Kies natürlich alle, das ist jetzt suboptimal. Dann packe ich hier erstmal wieder den Holz, das Holz rein. Das Zeug rein. Ich frage, haben wir gerade Knochenmehl? Das wäre natürlich jetzt praktisch. Währenddessen fresse ich mal ein paar Kekse. Oh, hier ist auch noch Zuckerrohr. Ach lol. Hier habe ich überall Zuckerrohr angepflanzt. Interessant. So. Was? Wenn dann hier. Aber nein, da ist kein Knochenmehl. Wo ist da vielleicht verarbeitetes Knochenmehl? Auch nicht. Und hier haben wir noch Zuckerrohr am Ende. Okay. Kürbissamen haben wir ja auch noch. Dann kommt das immer noch rein und das und das. Das kann man übrigens auch mal tauschen. So. Das regt mich jetzt gerade auch noch auf eine neue Idee. Ich bin gerade voller neuer Ideen hier. Cool. Gefällt mir. Was, wenn ich schlafen? Na komm. Da geht der Mond, die Sonne gerade unter. Und wir schlafen schon mal ein. Und super. Nächster Tag, keine Monster gespawnt. Habe ich auch friedlich an? Normal, okay. Ich würde nämlich sagen, dass wir uns hier einfach mal einen kleinen Bahnhof hinbauen. Der durch den Dschungel, durch den Wald führt. Muss ich kurz mal gucken. Moment. Wo hier eine passende Stelle wäre. Na, wo bist du, du passende Stelle, du? Zeige dich mir. Hier wäre eine passende Stelle. Ja, dann machst du es aber jetzt mal so. Dass ich das hier komplett durchgehen lasse. Klack. 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 Ist alles weg hier. Man ist ja nicht knausrig, man kann das ja ruhig so machen, wie die Natur es einem vorgibt. Also wo ich rauskomme. Ach, das passt ja sogar perfekt. Hier haben wir eine kleine Kurve eingeschlagen. Hier einmal durchs Gestrüpp. Und hier einmal hoch. Tada! Und schon ist die Straßenbahn fertig.
Die Straßenbahn vor allen Dingen. So, die funktioniert natürlich jetzt noch nicht. Das ist natürlich erstmal nur die grobe Bahn. Und... Das würde mich jetzt mal interessieren, ob man dann drüber fährt über solche Schienen. Das würde den Spaßfaktor, Moment, ich muss mal ganz kurz... So. Würde den Spaßfaktor natürlich auch noch erhöhen. Und hier baue ich jetzt auch langsam eine Wand rein, eine Tür rein. Warum nicht? Einfach so mal durch die Wand durch. Hey, hier bin ich. So. Weil das hat mich damals schon immer genervt, dass ich da nie rauskam. Jetzt mach ich mir da endlich meine Tür rein. Hey, toll. Er lernt dazu. Klack. So, ist da aber meine Tür drin. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, wir machen da gleich eine Doppeltür rein. So, Moment. Klack, klack, klack. Klack, klack. Klack, 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 klack. So, dann wird mich natürlich das jetzt so gemacht. Da fliegt hier die Tür rein. Dann fliegen da die Knöpfe dran. Und dann fliegen hier die Bodendielen dran. Ach so. Finden die Knöpfe halt irgendwo anders dran. Keine Ahnung. Tada! Hui. Warum nicht? Ich wollte aber, Moment, wenn ich einmal die Tür da baue, dann muss ich da natürlich auch rein. Ich wollte nämlich einen Minecart, eine Minecart holen. Da. Eine Lore halt. Jo, du. Und dann testen wir den ganzen Spaß mal. Hui. Ah, sag mal nicht, man kann die selbst steuern. Ich kann die selbst steuern. Wie sind sie auch wieder nochmal? Das ist ja lustig. Ich brauche gar keine Dinger mehr. Ich kann die einfach selbst steuern. Dauert natürlich wesentlich länger.
Jetzt bin ich aber gespannt, ob ich da auf den Berg hochkomme. Lol, ich komme einfach den Berg hoch. Okay, das muss neu sein, das ging früher nicht. Interessant zu erfahren. Okay. Schneller! Gib Gummi, Junge! Gib doch Gummi! Stopp, so war es nicht geplant. Fahr von mir aus da, wo der Pfeffer wächst. Das funktioniert hier nicht, ist aber auch vollkommen egal. So, das war's auch eigentlich schon. Ich habe das jetzt ein bisschen hier übertrieben sogar. Ich werde eigentlich nur die 700. Folge jetzt wirklich aufnehmen, damit ich auch wirklich 700 Folgen habe. Und die richtige Aufnahme kommt dann später erst. Denn ich habe jetzt gar nicht so viel Zeit, denn ich muss noch wieder auf Arbeit. Das war jetzt eigentlich nur so eine, ja, ich habe 700 Folgen letztendlich und hä? Also bis zum nächsten Mal, liebe meine Freunde, und dann geht's richtig ab. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.